schön. Ich wusste, dass du es schaffst, Matteo. Das habe ich nur dir zu verdanken. Nein, stimmt nicht. Das warst du allein, weil du Selbstvertrauen hattest. Aber du weißt ja, Snob, dass du dich immer auf mich verlassen kannst, wenn du mich brauchen solltest. Matteo, meinen herzlichsten Glückwunsch. Ich wusste es. Wenn ich eine Vorahnung habe, dann irre ich mich so gut wie nie. Kommst du? Sprechen wir über deine Zukunft. Du erlaubst doch. Bis gleich, ja. Hier entlang. Viel Glück. Oh, dieses Lächeln. Das ist Liebe. Los, sag, kommt Matteo zurück? Hast du sie noch alle? Sag mal, findest du das etwa lustig, was du getan hast? Hast du es immer noch nicht kapiert, Benicio? Es ist aus. Das sagst du jetzt, nur sah das gerade anders aus. Das war kein Kuss unter Freunden. Aber ich hab dich nicht geküsst. Naja, das hab ich schon, aber doch nur, weil ich dich verwechselt habe. Ah, ja, klar, sicher. Langsam reicht es, Amber. Hör auf zu lügen. Du wusstest genau, dass ich es bin. Du willst nur nicht zugeben, dass du immer noch was für mich empfindest. Du bist komplett verrückt. Du hast echt nicht alle Tassen im Schrank. Was fällt dir eigentlich ein? Und damit das klar ist, das werde ich dir niemals im Leben verzeihen. Mit mir spielt man nicht, das weißt du genau. Ich mag es, wenn du die Harte spielst. Aber ich weiß, du hast noch Gefühle für mich. Mitleid. Das empfinde ich für dich. Zwischen uns ist es aus. Punkt, das war's. Kapierst du es endlich oder muss ich nochmal sagen, ich bin nicht an dir interessiert? Ach nein? Und wer interessiert dich dann? Sag bloß dieser Loser Simon. Nenn ihn nicht so. Aber das ist er doch, es tut mir leid. Komm schon, Amber. Echt? Er hat nichts mit dir gemeinsam. Ihr seid in verschiedenen Universen. Während das bei uns beiden ganz anders aussieht. Da irrst du dich gewaltig. Wir zwei haben nicht das Geringste gemeinsam. Das Einzige, worum ich dich noch bitte, ist, dass du mich ein für alle Mal in Frieden lässt, und zwar endgültig. Denn ich will dich nie wieder in meinem Leben sehen, deswegen vergiss mich lieber für immer. Ist das dein Ernst, Benicio? Das war also dein super toller Plan? Du gehst doch nicht schon, oder? Es ist noch viel zu früh. Simon, Simon, bleib bitte hier. Für mich ist die Party vorbei, Amber. Nein, sie ist noch nicht vorbei, weil du und ich tanzen wollten. Und das ist noch nicht geschehen. Das wird doch nicht passieren. Auf keinen Fall. Sag das nicht, Simon. Was soll ich denn sonst sagen, Amber? Was soll ich denn sagen? Oder soll ich lieber Benicio fragen? Denn so wie es aussieht, laufen die Dinge zwischen euch ziemlich perfekt. Oder siehst du das anders? Und? Ist es so? Nein. Nicht? Amber, ihr habt euch mitten auf der Bahn geküsst. Ich habe es gesehen, so wie alle anderen. Und du behauptest, es wäre nichts geschehen? Aber so war das nicht. Naja, es war so, aber ich habe mich bloß getäuscht. Ich habe mich komplett getäuscht. Und zwar in dir. Verstehst du? Ich habe dir vertraut. Nein, du spinnst dir da nur eine Geschichte zusammen. Das verstehe ich, weil ich das genauso machen würde. Aber bitte lass mich dir erklären, wie die Sache war. Du musst mir nichts erklären. Doch, das will ich, aber ich will nicht, dass du mir was erklärst, Amber. Und heul jetzt nicht rum, denn den Fehler hast eindeutig du hier gemacht. Klar. Meine Freunde haben mich vor dir gewarnt. Und ich war so blöd und hab dir trotzdem immer wieder vertraut. Okay? Ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Simon, warte, ich will dir doch erklären. Simon. Immer noch nicht glauben, was mit Matteo passiert ist, Luna. Ich auch nicht. Sein Auftritt war doch einfach nur mega. Nein, seinen Auftritt hatte ich eigentlich nicht gemeint, Luna. Sondern euch beide und eure Blicke und so. Oh nein, Nina, du denkst doch nicht... Nein. Aber ihr habt euch schon sehr verliebt angesehen. Willst du mir nicht sagen, wie es läuft? Zugegeben, also die Blicke waren schon ziemlich intensiv, aber... Ach, ich darf gar nicht darüber nachdenken. Und außerdem habe ich mehr Fragen als Antworten. Verstehe. Dann ist also alles so wie vorher? Warte, reden wir doch lieber über dich, ja? Wie läuft's mit Erik? Ich hab euch nämlich beim Roller Jam sehr nah beieinander gesehen. Naja, es fühlt sich an, ich weiß nicht, als ob ich seit Ewigkeiten nicht mehr so viel Spaß gehabt hätte. Irgendwas hat sich geändert. Es ist so, als ob wir beide einen Schritt weitergegangen wären. Yay! Ist das nicht genauso bei dir und Matteo? Nina, ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht darüber nachdenken will. Außerdem überwiegt im Moment die Freude, weil es so gut für ihn läuft. Mhm. Dieser Junge ist ein Naturtalent. Ja, und noch dazu verliebt. Oder willst du abstreiten, dass ihr euch um ein Haar geküsst hättet?